Eine Steckrüben-Chili-Suppe als Vorspeise, Gänsebraten zum Hauptgang und Weihnachtsgebäck zum Dessert. Bereits zum zweiten Mal fanden sich obdachlose und bedürftige Menschen zu einer Martinstafel im evangelischen Gemeindehaus in Eversen zusammen. Für die rund 150 geladenen Gäste ist dieser Tag wie Weihnachten für andere. Großes Lob an die Küche. Wahnsinn. Finde ich gut. Wahnsinnig gut. Und es ist bombastisch. Besser kann er nicht gehen. Das ist auch für Leute, die nicht so viel haben, mal ein außergewöhnliches Ding hier so. Ne? Die Organisatoren, drei Oldenburger Kaufmänner, bekamen sogar Lob von Frank Zander. Der Entertainer war mit einem Weihnachtsessen in Berlin Vorbild für die Aktion in Oldenburg. Es gibt in der MWZ einen Bericht über Frank Zander. Den hatte ich die ganze Zeit auf dem Küchentisch liegen. Und irgendwann habe ich Thomas Weber, Peter Hafer angesprochen, habe gesagt, habt ihr nicht Lust, mit mir das umzusetzen. Und überrascht bin ich über die viele, viele Hilfe, die wir bekommen haben, von vielen Leuten, die uns angesprochen haben, was können wir dazu beitragen. Und auch ganz viele vom letzten Jahr haben wieder gespendet, ob es das Essen ist oder ob es Geldbeträge sind, die wir dann den Bedürftigen wieder zukommen lassen. Das diesjährige Motto der Veranstaltung lautete Essen ohne Grenzen. Aufgetischt wurde das köstliche Mahl vom Oldenburger Catering Service Split Food rund um Koch Michael Niebuhr. Bei gemütlicher Atmosphäre und Musik der Band Sweet Sugar Swing mit Rockabilly und Boogie Woogie im Gepäck klang der Abend für die Gäste so langsam aus. Waren die Veranstalter im vergangenen Jahr noch skeptisch, ob es eine weitere Auflage des Benefizessens geben wird, so sind sie sich diesmal einig, auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Gäste bewirten zu können.